Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen in diesen Stunden sehr häufig von Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Wir befürchten, dass aufgrund der Wahl in Amerika diese Verlässlichkeit, diese Berechenbarkeit gefährdet sein könnte. Umso mehr müssen wir selber zeigen, dass man sich auf uns verlassen kann, dass wir berechenbar sind. Angesichts der vielen Krisen in der Welt, über eine reden wir hier, gilt dies ganz besonders für Außenpolitik und Verteidigungspolitik. Von uns erwartet die internationale Gemeinschaft, von uns, der Europäischen Union natürlich auch, dass wir hierin Vorbild sind. Und ich glaube, das ist auch die richtige Botschaft nach Washington. Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Und auch aus diesem Grunde, auch nicht nur, verlängern wir oder beschließen wir die Verlängerung des Mandats UNAMID. Seit 2003 gilt die Region Darfur, zählt sie zu den schlimmsten Krisenherden der Welt. Der Konflikt im Sudan kostete seither etwa 300.000 Menschen das Leben. Etwa 2,6 Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Tagtägliche Kampfhandlungen und bewaffnete Auseinandersetzungen verursachen Chaos. Jeden Tag kommt es zu Menschenrechtsverletzungen, massiver Gewaltanwendung, Rechtsverletzungen, Missbrauch von Frauen und Kindern. Und wir haben heute Nachmittag in einer Anhörung nicht eine Frau aus dem Sudan, aber aus Afghanistan, haben von ihr einen Erlebnisbericht bekommen, was es bedeutet, was wir hier immer so schlank diskutieren und man muss es mal an sich ranlassen, was es bedeutet für eine Frau, verkauft zu werden von dem eigenen Mann, vergewaltigt, missbraucht zu werden von 10 Männern in einer Nacht. Das hat diese Frau unter Tränen geschildert und das passiert genauso hier auch im Sudan. Willkürliche Festnahmen, Inhaftierungen. 3 Millionen Menschen in der Region Darfur sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Es ist angeklungen, 2 Millionen Kinder sind unterernährt. Das ist Grund genug, hier Hilfe zu leisten. Doch der humanitäre Zugang ist erschwert. Überfälle auf Hilfsorganisationen nehmen zu, auch Entführungen. Humanitärer Helfer gehören längst zur grausamen Realität. Leider ist die Umsetzung des Doha-Friedensabkommens und des nationalen Dialogs nicht so recht vorangekommen. Dennoch ist es wichtig, weiterhin an unserem Ziel festzuhalten, bei der Konfliktlösung oder den Konfliktlösungen im Land mitzuhelfen. Von diesem Ziel sind wir ziemlich weit entfernt, auch das ist ja angeklungen. Deshalb bleibt das internationale Engagement unverzichtbar. Um es mit den Worten oder um es mit Immanuel Kant zu sagen, wenn wir die Ziele wollen, wollen wir auch die Mittel. Im Rahmen von UNAMID leisten wir Hilfe zur Beilegung der Konflikte. Und ich verstehe nach wie vor nicht, dass die Linken ein solches Land und die Menschen, ja, Herr Gerke, müssen Sie ertragen, in die Hilflosigkeit entlassen. Das kann doch nicht der richtige Weg. Sie lassen sie fallen. Sie sagen, wir sollen umkehren. Ich weiß nicht, wohin. Jedenfalls den Menschen im Land hilft das ganz sicherlich nicht. Unsere Mission dient dem Schutz der Zivilbevölkerung. Wir unterstützen die Sicherheit der humanitären Helfer und fördern bei der Vermittlung zwischen den Konfliktpartnern. Was daran falsch sein soll, möchte ich wirklich mal wissen. Das habe ich nicht verstanden. Und es kommt auch nicht darauf an, ob wir über 4 Soldaten reden oder 400. Unsere Gewissensentscheidung ist jedes Mal gleich schwer, weil die Soldaten, die wir in den Einsatz schicken, das muss von uns gut überlegt werden.
Sicherheit, das ist gerade in diesem Land, gerade im Sudan, ganz deutlich. Grundvoraussetzung für die Sicherheit ist die humanitäre Hilfe. Und UNAMID bildet somit eine wichtige Säule gerade dafür. Lassen Sie uns zeigen, dass wir die Hoffnung auf eine langfristige Lösung nicht aufgeben. Wenn wir die Hoffnung verlieren, dann verlieren die Menschen im Sudan erst recht ihre Hoffnung und wir entlassen sie in die Hoffnungslosigkeit. Und das kann ganz sicherlich nicht unser Wunsch und Ziel sein. Also, ich bitte um Zustimmung für die Fortsetzung des Mandats UNAMID. Vielen Dank.